Ding, 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 Hey ho, meine Lieben! Erst einmal nachträglich frohe Ostern. Warum nachträglich? Heute Ostersonntag und Video kommt ja etwas später raus. Ja, was machen wir heute? Wir machen einen 2,7 Kilo Gockel oder Hähnchen. Gockel. Steht Gockel drauf. Ein 2,7 Kilo Gockel schlachtfrisch auf der Roti. Schlachtfrisch heißt in dem Falle gestern geschlachtet und heute auf der Roti. Ja, was soll ich da noch viel sagen? Wir gehen rüber, tun das Ding aufspießen, würzen und dann geht's auch schon raus. Draußen ist soweit alles schon aufgebaut. Ich muss bloß noch die paar Kohlen unterm Anzündkamin anfeuern und dann können wir loslegen. Wie mache ich's? Natürlich wieder mit dem Moesta-Set. Warum? Ey Leute, das hat bei der Gans so super funktioniert, bei der Ente super funktioniert. Ja, und jetzt machen wir mal wieder leckeres Hähnchen drauf. Attacke! Tja Freunde, hier liegt das Riesenmördervieh, sage ich jetzt einmal. Gewürzt wird mit SPP, Salz, Pfeffer, Paprika und das Ostern ist, sieht man an der kleinen Deko da hinten. Und ich hoffe, Schatz hilft mir jetzt. Schnappt er gleich mal Salz, Pfeffer und Paprika. So, dann werden wir erstmal wieder ordentlich von innen würzen. Von außen tue ich dann, oder tut mir Schatzi dann gleich nochmal einen kleinen Schluck Olivenöl drauf. Aber vorher können wir das viel kleiner aufspießen. Jo, das ganze Hautgelapper haben wir hier alles noch dran gelassen. Gibt alles nachher Fett ab und Geschmack. Und müssen wir erst einmal schauen, dass wir den hier drauf kriegen. So, gibst du mir mal den anderen? Nicht mich spießen. So. Ja, die Zange ist auch wieder da. Aus der Versenkung aufgetaucht. Dann ziehen wir das Ganze noch ordentlich fest. Ja, passt. So. Also wir hätten jetzt auch noch die Haut anlupfen können und unten drunter einreiben, aber nee, machen wir in dem Falle jetzt nicht. Ein klein bisschen Öl drüber. Gut, reicht schon, reicht schon, reicht schon. Dann kriegt das Vieh seine letzte Ölung. Muss ich mal bloß die Hände abspülen. Oh, ich glaube, die Schnur brauchen wir in dem Falle jetzt gar nicht. Und ja, oder? Ja, doch, für die Beinchen. Sollen wir die Haxen ein bisschen bondage? Das würde ich jetzt aber nachher machen, erst wenn es gewürzt ist, weil das dann da in den Falten auch gut passt. Gut, 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 gut. Ganz großzügig drüber hauen. Ups. Jo, haut drauf, haut drauf, haut drauf. Jo. Und zuletzt noch Paprika. Ungarischer Paprika sogar. Ordentlich und das reichlich.
Gut. Bin ich jetzt entlassen? Ja, mein Schatz. Dankeschön. Und ich mache hier jetzt mit den Fesselspielen weiter. Hatschi! Und dann oh, jetzt hat es mir auch erwischt. Ich glaube, das ist der Haufen Pfeffer. Doppelt gemoppelt verknotet hält besser, habe ich mir mal sagen lassen. Tja, Freunde, fertig ist das Vieh. Und dann können wir auch schon herausgehen zum Grill. Man folge mir unauffällig. So, Freunde, als Setup wieder, ja, gebrauchte Kohlen unten drin vom letzten Grillvorgang. Da ein paar frische dazugelegt. Ein paar sind jetzt im Anzündkamin zum Anfeuern. Die kommen nachher hierher und dann brennt der, ja, am Anfang hier ein bisschen sanfter und dann ein bisschen mehr. Und ja, was soll ich sagen? Es hat einfach die letzten paar Male so wunderbar geklappt, dass ich das wiederhole. Moesta-Ringaufsatz, eine Schale Wasser unten rein und ja, mehr braucht man gar nicht dazu. Jetzt warten wir noch kurz die 2-3 Minuten, bis die Kohlen soweit feuern. Und dann können wir den Gockel drauflegen. So Leute, nein, es ist noch keine glühende Kohle drin. Ich habe jetzt gerade mal das Gewicht vorne noch eingestellt und das Hähnchen weiter in die Mitte geschoben. Und die Kohlen holen wir jetzt. Da stelle ich aber die Cam vorher nochmal um. So, ganz hundertprozentig glühen die Kohlen zwar noch nicht, aber das wird sich dann schon gleich geben. Anfeuern können wir es ja hier schon mal reinschmeißen. Also ich schmeiße jetzt auf die ersten paar Zentimeter, dass das sich gleich alles schön, ja, die Glut weiter entzündet. Das waren alle. Und dann einfach unten Lüftung, Vollgas auf. Oben Vollgas auf. Deckel zu. Und grillen bis fertig. Wir haben es jetzt. Fünf Minuten vor fünf. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Wenn ich nicht wieder vergesse, nachher dann die Zeit zu sagen. Zwischendrin schauen wir natürlich mal wieder rein. Nach einer Viertelstunde mache ich jetzt einfach mal einen ganz schnellen Kontrollblick, ob auch die Kohlen glühen. Ja, wunderbar, sieht gut aus, geht auch schon weiter, habe ich auch schon gesehen. Ja, am Hähnchen sieht man natürlich noch gar nichts oder fast nichts. Naja. Dann werden wir jetzt einmal, ja, in einer Dreiviertelstunde, also um 6 Uhr, erst wieder reingucken. So Freunde, wir haben es kurz nach 6 Uhr. Gucken wir nach. Jups! So, ja. Doch. Sieht gut aus. Sieht mal richtig gut aus. Ja, aber von der gewünschten Kerntemperatur von ca. 80, 85 Grad sind wir noch weit weg. Dauert also noch. Aber was ich jetzt machen werde, bevor mir das alles zu schwarz wird, werde ich das Ganze ein bisschen runterregulieren. Ja, und weiter auf den Grill lassen. Mittlerweile haben wir es exakt ziemlich 19 Uhr. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir drauf haben. Ja, etwas dunkler ist er geworden, aber tut der Sache keinen Abbruch. Wir haben 80 Grad, 82, 85, 86, 87. Oh, das sieht gut aus. Ich würde mal sagen, sobald drin die
Zutaten und Zubehör fertig ist. Hol mal runter und geh mal rein zum Essen. Ist fertig. Wunderbar, Leute. Dann tue ich gleich einmal die Cam rein. Dann hole ich den Vogel runter und dann sehen wir uns drinnen wieder. Ach, so, Leute. Da ist er, der Vogel. Naja, unten hat die Haut ein bisschen geplatzt. Hm? Leicht knusprig. Ich werde ihn jetzt bloß entspießen. Und den Rest darf dann mein Schatz machen. Ich kann das Ding ja so wieder so schön fachgerecht zerlegen. Da ist sie ja unser Spezialist hier. Na, geh raus, ach die Schnur. Die Schnur wieder. Für die Ewigkeit, jawohl. So. Und runter mit dem Biest. Na. Ich will den jetzt nicht anlangen, der ist bestimmt heiß. Oh. So. Ja. Ja. Schatz. Ja. Deine Dienste werden gebraucht. Meine Dienste? Und ich nehme jetzt die Cam wieder in die Hand und dann gucken wir uns das mal an. Die Arschlochschere, sagt sie wieder. Schatzi, gefällt dir meine Geflügelschere nicht? Nein. Meinst du, du hast wieder Probleme damit? Man könnte ja jetzt einfach auch die Medienteile auseinanderreißen. Erst einmal fachgerecht entfesseln. So. So. Das sagte ich in diesem Video übrigens schon, dass das Hähnchen schlachtfrisch vom Nachbar ist, von gestern. Oh, Schatzi mag die Schere wieder nicht. Boah, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Doch, Schere? Ja, für den Knochen. Schaut euch das an. Saftiges Fleisch. Fleisch! Das ist, hey. Ja, Leute, ich würde sagen, lass mal meinen Schatz das ganze Ding jetzt zerlegen. Und wir sehen uns dann zum Probiererle. Das kann ich euch nicht entgehen lassen. Schaut euch diese dicke Brust an, wo wir hier haben. Boah. Ich klaue mir jetzt hier gleich ein Eckchen zum Probieren. Machen wir vorweg schon mal das Probiererle. Ja, einfach mal probieren, ob saftig, ob die Gewürze durchgedrungen sind. Mhm. Mhm. Geil! Wir sehen uns jetzt dann gleich beim Essen. Zum Dazuessen gibt es wieder solche Kartoffelprodukte, Kartoffelteile. Keine Ahnung, was das genau ist, aber... Aber dass es bockheiß ist, ist da noch eine Frischkäsefüllung drin. Schmeckt gut. Und wieder einen leckeren Gurkensalat. Mhm. Und gleich kommt das Hähnchen.
Oh, der läuft noch. Dann hier das, oder die leckere Hähnchenbrust. Ich liebe ja Hähnchenbrust. Schatz. Schatz mag ja lieber die Schenkel und so. Also bleibt die Hähnchenbrust hauptsächlich mir. Weil Saskia hat ja auch gleich ein Hähnchenschenkel genommen und hat ja bloß zwei. Gut, Leute. Die Gewürze sind richtig gut durchdrungen. Wir sehen uns nachher noch nach dem Fazit oder zum Fazit. Mann, ich bin total wirr, ich habe Hunger. Ach, boah, also von dem Riesenvieh hätten locker noch ein, zwei, drei Leute mehr mitessen können. Hammer. Saskia spielt immer noch an ihren Hähnchenschenkel rum. Ja, die sieht auch schon ungefähr so aus. Von der Würze her vollkommen ausreichend. Es Salz, Pfeffer und Paprika hat das Fleisch wirklich richtig gut durchdrungen dieses Mal. Auch wenn wir es nicht unter die Haut runtergeruppelt haben. Aber echt hervorragend. Man merkt halt wirklich, dass das schlachtfrisch war. Also von gestern. Und ja, freilaufende Hühner. Ja. Gockel. Gockel. Ein freilaufender Gockel. War zwar etwas teurer als ein normaler, aber wenn man so überlegt, was hat er jetzt kostet? Knapp 17 Euro. 17 Euro? Geht es eigentlich noch für so ein Riesenvieh? Und es ist ja was Besonderes. Und heute ist ja Ostern. Ganz genau. Schatz, deine Meinung? Ich gibt's nichts zum Sagen. Lecker wie immer. Hey, lecker wie immer. Gut, Saskia. Kau, Schmatz, Kau. Ich muss jetzt aufessen. Mir hat's gut geschmeckt. Gut, wunderbar. Also ihr schmeckt's noch. Immer das Geblabber nebenbei. Du kannst ja auch nicht warten, bis wir fertig sind mit dem Essen, nö? Nö. Ja. Habt ihr einen Nachbarn im Dorf oder in der Nähe am Bauernhof, empfehle ich echt einmal euch umzuschauen und vielleicht auch einmal so Göckerle zum Probieren. Es ist einfach was ganz was anderes, als man im Laden so kaufen kann. Es ist kein Massenprodukt. Also von daher muss ich sagen, geil. Ja. Moester Aufsatz hat wieder gute Arbeit geleistet. Ich bin zufrieden. Ich bin satt. Ich bin raus. Wir sehen uns. Tschaikowski.